Mensch, ich sollte wirklich mal das Loch im Dach reparieren. Na hey, Schorschleute, und willkommen zu einem etwas größeren Info-Update für diesen Kanal hier. Gibt nämlich ein paar sehr wichtige Sachen, die ich euch mal mitteilen möchte. Zuerst einmal, wundert euch nicht über eventuelle Ventilatorgeräusche. Es ist warm. Wir haben Juni. Das ist warm, es sollte mich eigentlich nicht mehr wundern. Aber ja, wir haben ein paar Kleinigkeiten, die wir besprechen müssen. Nämlich wird es so einige größere Updates jetzt in der nächsten Woche geben, was das Streaming angeht. Nämlich wechsle ich jetzt im Laufe dieser Woche von Twitch auf YouTube. Langsam aber sicher werden mir diese Veränderungen, die Twitch da durchziehen will und wieder welche da noch kommen, werden mir langsam echt zu uncool. Und ich habe mir gesagt, komm, nutz die Gelegenheit. Jetzt ist es ist ein Ding. Du hast deinen YouTube-Kanal hier. Hab alles mal wieder unter einem Dach. Hab einfach mal wieder alles unter einem Dach. Von wegen Livestreams, Shorts, normale Videos. Alles, was das Herz begehrt. Mittlerweile ist auch schon alles soweit eingestellt dafür. Ich muss halt aktuell noch ein bisschen was klären. Hab jetzt nächste Woche noch ein Praktikum vor mir, weswegen ich ein bisschen beschäftigt bin, beziehungsweise ein bisschen weniger Zeit habe, als ich eigentlich wollen würde. Aber ich lehne mich jetzt einfach mal sehr weit aus dem Fenster und sage schon mal, der Premiere-Stream hier auf YouTube sollte jetzt am Wochenende kommen, am 17. oder 18. Juni. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, möchte ich eigentlich den Premiere-Stream hier auf YouTube schon mal ankündigen, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, das ist eigentlich auch schon der gesamte Stick. Like, wir haben dann alles. Wir haben alles hier. Ein anderer Punkt ist leider, das Archiv steht dann vorerst still. Like, das Archiv war vorher dafür da, dass wir halt die Streams von YouTube separieren können. Wenn wir auf YouTube streamen, separiert YouTube das selber. Es ist ein eigener Tab, es geht über einen eigenen Tab, weswegen das Ganze natürlich ein bisschen geordneter ist. Aber da wir es halt immer von Twitch importiert haben, hätte es natürlich den Upload sehr zugemüllt und das war halt irgendwo nicht so meine Intention. Jetzt aber ist das natürlich ein bisschen was anderes. Die Situation ist eine andere. Ergo, wie gesagt, das Archiv wird vorerst dann leer, also nicht leer stehen, weil alles, was da ist, wird auch da bleiben. Wir werden auch God of War Ragnarok und Pikmin 2 wird da noch fertig gemacht. Ob in Streamform oder in Aufnahme, muss ich je nachdem gucken, wie ich das zeitlich schaffe jetzt in der Woche. Da kann ich leider noch nicht allzu viel versprechen. Und was dann halt, wie gesagt, aus dem Archiv in naher Zukunft wird, kann ich euch leider noch nicht sagen. Es ist leider noch nichts wirklich Konkretes dafür in Erinnerung, aber die Shorts kommen hier rüber, die VODs sind natürlich dementsprechend hier, die Streams und der Full-Length-Content ist natürlich dann auch nochmal wieder hier. Dafür ist in Arbeit. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, ich bin schrecklich, ich weiß, was das angeht. Ich komme irgendwie nie dazu, wirklich meine Projekte mal wirklich durchzuführen. Und dann gibt es dann und wann mal ein Video und das ist viel zu lange apart und I'm like, fuck. This took like way too long. Aber ja, das ist halt ein Ding. Wir haben dann alles hier unter einem Dach. Soweit ist hier auf dem Kanal auch schon alles eingerichtet, was Mitgliedschaft und Supers angeht. Ich habe zwar noch keine genaue Ahnung, wie hier alles funktioniert, ne? Ist alles noch ein bisschen Neuland für mich. Ich muss auch noch, was Twitch angeht, muss ich noch einiges klären jetzt im Laufe der Woche. Da ist natürlich, was das Affiliate-Programm angeht, muss ich einiges klären. Das ist halt natürlich alles eine Sache, wo gemacht werden muss. Und soweit ist hier eigentlich schon mal alles ready. Aber da Streams auf YouTube natürlich ein bisschen anders funktionieren, es gibt halt keine Subs, es gibt halt gewisse andere Sachen, wo ich halt die ganzen Alerts umstellen muss. Ich muss schauen, wie das Ganze funktioniert. This could take me a day or I guess. I don't know. Könnte eine Stunde dauern, wenn ich Glück habe. I don't know. Muss ich mal schauen. Das ist, wie gesagt, eine Sache, wo ich aktuell noch nicht so ganz weiß. Deswegen ist das Video hier auch ein bisschen sehr schnell, ein bisschen sehr unprovisorisch, ein bisschen vloggy, so wie damals. Die guten alten Schosch zum Sonntag-Vloggies. Minimal Cuts und sehr viel Schoschmann, der einfach nur rumrambelt. Aber to be honest, ich freue mich da drauf. Es ist aktuell sehr viel auf Twitch passiert, wo ich nicht mehr so gut unterstützen kann wie früher. Sei es das Simulcasting, sei es die
neuen Richtlinien für Sponsor, die sie angeblich direkt zurückgezogen haben, aber es doch nicht getan haben, weil du findest den Kram immer noch in den AGBs und alles. Von daher, this is cringe und ich will gar nicht wissen, laut der einen E-Mail, wo ich bekommen habe, was Worts angeht, will ich gar nicht wissen, was die noch alles geplant haben. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, nutz die Gelegenheit, nutz die Chance, mach den Wechsel jetzt, wo du kannst, wo noch alles nicht brennt, sag ich mal, und hab endlich mal wieder alles unter einem Dach. Alles zusammen auf diesem Kanal von allem. Ich finde die Idee nice. Deswegen, ich finde, das ist eine große, große Veränderung hier für diesen Kanal. Das macht diesen Kanal hier wieder sehr viel aktiver, als er jetzt eigentlich ist. Und yeah, I like that one. Ich mag das. Ich finde das schön, ich freue mich drauf. Ist halt jetzt alles noch, kann jetzt alles ein bisschen dauern, ne? Wie gesagt, in dem Sinne. Entschuldige mich schon mal für die Umstände hier. Für das Ganze, für den ganzen Kram, was hier alles vorkommt, weil, ja, ausgerechnet in der Woche, wo ich diese Veränderung durchziehen müsste, wollen würde, habe ich natürlich ein Praktikum, wo einiges an Zeit nochmal in Anspruch nimmt und vieles auch noch Ungewisses für mich. Deswegen muss ich da mal schauen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, das war's aber auch schon. Ich will hier nicht, mehr habe ich tatsächlich nicht. Ich will gar nicht so viel mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Solltet ihr mehr auf dem Laufenden bleiben wollen, ich versuche euch hier drüber, über den Mitteilungstab unterm Laufenden zu halten oder auf Twitter, je nachdem wie das ist, oder auf unserem Server, je nachdem wie ihr wollt. Und ihr werdet das dann erfahren. Voraussichtlich Premiere-Stream hier auf YouTube am 17. oder 18., je nachdem wie das zeitlich für mich passt. Und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Ciao, Leute.